Hammer. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Die Reglementänderungen für die nächste Saison wurden bekannt gegeben. Wie gut kann Ihr Team sich daran anpassen? Danke für den Kommentar. Thank you.
Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja. Wenn ich das könnte. Hier sind wir wieder in einer. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Thomas startet aus der Pole Position und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Bottas, Ricciardo, Norris, Gasly, Lance Stroll. So schlau bin ich jetzt, um eine Zeitmaschine zu bauen. Romain Grosjean und Mick Schumacher, Magnussen, Giovinazzi, Russell und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Du kannst mal Alten haben. Ja. Der Boss will dich dieses Wochenende wieder auf dem Treppchen sehen. Das schaffst du noch. Ja. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Das wär's ja gewesen. Was war Schiffe? Schiffe oder was? Ich habe ja nicht mal Punkte. Ich habe ja nicht mal Punkte.
Punkte. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Wir denken, dass unser Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Ich fahre gerade auch im Regen. Ich hab das gar nicht an. Keine Ahnung. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust.
fantastisches Rennen. Der Weltmeistertitel gehört dir. Was für ein Ergebnis. Genieß es. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es vielleicht einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern können, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel 1-Rennfahrer. Aus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahn zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in... Mist. Eieiei. Nee, ich auch nicht. Nee.
Nach diesem Rennen, ich glaube, noch eins. Aber ich bin schon Weltmeister. Da noch nicht. Ich nicht. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war ich Dritter. Ja. Jetzt los. Ja, manchmal denke ich mir gerade zur Zeit. Ach, warum nicht? Habe ich es hinter mir. Mm.
Ja, kann man nicht recht machen. Das ist so ärgerlich natürlich, gell?